Ja, wunderbar. Vielen lieben Dank. Ein kurzer Hinweis, bevor ich meinen Bildschirm teile. Ich habe hier vor mir die Kamera an meinem Laptop, aber da drüben meinen großen Monitor, bei dem ich dann die Modellierung vornehme. Deswegen wundern Sie sich nicht, wenn ich immer wieder hin und her schaue. Ich gebe mal meinen Bildschirm frei und wir starten mit einer ganz kurzen Präsentation zu Mixed Methods. Da werde ich nur ein, zwei einführende Worte halten, was Mixed Methods ist und wie wir heute das Webinar oder die Spotlight Session angehen. Und dann werden wir aber auch schon zu MaxQDA rüber switchen und ich werde einzelne Funktionen modellieren. Was kann man sich unter Mixed Methods vorstellen? Das ist kein so ganz klarer Bereich. Es gab mal eine schöne Publikation vor einigen Jahren, da wurden Experten des Feldes gefragt, also Experten des Forschungsfeldes Mixed Methods gefragt, was verstehen Sie denn unter Mixed Methods? Und von den 18 Autoren hat man 18 verschiedene Definitionen bekommen. Die für mich ja, passendste oder die Definition, die ich gerne heranziehe, ist die von John Creswell, die ich gerne kurz zitieren würde. Mixed Methods Research is the research design or methodology in which the researcher collects, analyzes and mixes, integrates or connects both quantitative and qualitative data in a single study or a multi-phase program of inquiry. Das heißt, das bezeichnende Merkmal von Mixed Methods ist, dass ich einmal qualitative Daten habe und quantitative Daten innerhalb eines Forschungsprojektes, diese ja beide erhoben habe und in irgendeiner Art und Weise sinnvoll miteinander kombinieren oder integrieren muss. Und übergeordnet kann man sagen, gibt es drei verschiedene Integrationsstrategien, um quantitative und qualitative Daten in Mixed Methods Forschungsprojekten zu verbinden. Das sind einmal die sequenzbasierten Strategien, die hier jetzt orange hinterlegt sind. Hierbei werden die Ergebnisse der einen Studie genutzt, um eine andere Studie zu konzipieren. Ja, zum Beispiel eine Interviewstudie wird genutzt, um darauf aufbauend ja, Skalen und Items für eine größere Online-Fragebogen Untersuchung zu erstellen oder umgekehrt, man führt eine Online-Fragebogenuntersuchung durch und rekrutiert auf Basis dieser Probanden, die daran teilgenommen haben, noch weitere Probanden hieraus für Follow-up-Interviews, um dann nochmal tiefer in die Materie, in den Interviews einzusteigen. Andererseits gibt es noch die hier blau unterlegten resultatsbasierten Strategien. Hierbei werden so gesehen die quantitativen und qualitativen Daten weitestgehend isoliert voneinander ausgewertet und die Ergebnisse dieser beiden Forschungsstränge werden dann zum Schluss zusammengeführt. Und wir haben noch die datenbasierte Strategie auf der oder datenbasierte Strategien, denen wir uns heute widmen werden und zu welchen auch MaxQDA verschiedene sehr hilfreiche Tools ja, im Petto hat. Und zwar werden hier die quantitativen und qualitativen Daten in Bezug zueinander analysiert. Ja, das ist hier der grüne Kasten. Und dies wollen wir uns ein bisschen genauer anschauen. Und zwar ist es so, dass MaxQDA für alle drei Integrationsstrategien verschiedene Funktionen bereithält, die man alle unter dem Reiter Mixed Methods findet. Wie aber ge bereits gesagt, ist die Stärke von MaxQDA auf jeden Fall bei der datenbasierten Strategie. Und ich werde im Folgenden einige ausgewählte Funktionen von MaxQDA an Beispielen modellieren. Wir werden uns mit Dokumentvariablen auseinandersetzen und dann anschließend mit aktiviere Dokumente via Variablen, der Segmentmatrix bzw. Fälle und Gruppen vergleichen und abschließend die Kreuztabelle. Wahrscheinlich haben Sie den Hinweis schon häufig gehört heute, deswegen ganz kurz. MaxQDA hat hervorragende Manuale und Videotutorials zu bieten. Wenn Sie bestimmte Funktionen jetzt in ein, zwei Tagen nicht mehr so genau auf dem Schirm haben und gerne nochmal ausprobieren wollen würden, schaffen Sie das hervorragend alleine mit dem Heranziehen der Manuale. Für die folgende Modellierung der einzelnen Funktionen greife ich auf einen Dummy-Datensatz zurück, der aus einem eigenen Forschungsprojekt, einem Mixed Methods Forschungsprojekt von mir und Kollegen stammt, bei dem wir uns ja, die Diagnostik der Selbstregulation im Kindergartenalter näher untersucht haben. Was ist Selbstregulation? Ganz kurz nur, das ist die Anpassung des eigenen Handelns entsprechend der situativen Anforderungen und Regeln, was natürlich eine relevante Fähigkeit für die Schulbereitschaft darstellt. Aber hinsichtlich der Diagnostik ist es so, dass es kaum Diagnostikverfahren im Vorschulalter
gibt für die Selbstregulationsdiagnostik. Und spannend an dem Feld ist auch, dass eigentlich zwei zentrale Akteure für die Diagnostik der Selbstregulation im Vorschulalter in Frage kommen. Das sind einmal pädagogische Fachkräfte in Kindergarteneinrichtungen oder Betreuungseinrichtungen für Kinder und Amtsärzte, die Untersuchungen durchführen, ob Kinder schon schulbereit sind. Und in dem Forschungsprojekt befragen wir pädagogische Fachkräfte und Amtsärzte zur Praxis der Diagnostik von Selbstregulation in ihrem Berufsalltag und wie sie denn Instrumente zur Diagnostik aussehen müssten, damit sie auch in der Praxis angewandt werden. Also mit dieser Studie wollen wir versuchen, Informationen zu sammeln, die wir dann zur Diagnostikpraxis von pädagogischen Fachkräften und Amtsärzten, um darauf aufbauend ein Instrument zu entwickeln, das den Bedürfnissen und Anforderungen beider Akteure genügt, aber auch Möglichkeiten des Austausches und der Zusammenarbeit zwischen diesen Akteursgruppen ermöglicht. Und wir haben ein Mixed Methods Design, ein Vertiefungsdesign dafür angewandt, ein sequentielles. Und zwar haben wir zunächst eine Online-Fragebogen-Untersuchung durchgeführt, in der wir Einstellungen, Wissen und Praktiken zur Selbstregulation, aber auch zur Selbstregulationsdiagnostik erfragt haben von pädagogischen Fachkräften und Amtsärzten. Und anschließend, wie ich vorhin auch schon bei den sequenzorientierten Strategien angesprochen habe, haben wir dann Interviews mit einem heterogenen Sample aus der Online-Fragebogenuntersuchung durchgeführt, um nochmal vertiefende Einblicke in Einstellungen und Praktiken zu erhalten und auch vor allem Fragen zu beantworten, oder Ergebnisse zu klarifizieren, die sich schon in den quantitativen Daten gezeigt haben, aber die wir dann noch mal genauer erklären oder ergründen wollen. Das ist also unser Dummy-Datensatz, mit dem wir heute arbeiten werden. Und ich switche jetzt auch schon mal rüber zu dem MaxQDA-Dummy-Projekt. Sie sehen, wir haben insgesamt 13 Interviews geführt mit, ich glaube, 6 Amtsärzten und 7 pädagogischen Fachkräften. Hier haben Sie ja auch schon ein Dokument geöffnet und ich habe für die Zwecke unseres Webinars jetzt das Codesystem etwas gekürzt. Wir haben hier eine Überkategorie mit Selbstregulationsdiagnostik in der Praxis mit verschiedenen Unterkategorien. Dann war uns wichtig, noch etwas über die Selbstregulationsdiagnostik mit publizierten Instrumenten zu erfahren von den Akteuren und auch so ein bisschen die Frage, wen sehen die eigentlich verantwortlich für Selbstregulationsdiagnostik, aber auch Selbstregulationsförderung. Wir wollen uns zunächst erstmal die Dokumentvariablen anschauen, weil die Dokumentvariablen von MaxQDA in Mixed Methods Forschungsprojekten eine Brücke zwischen den qualitativen und den quantitativen Daten darstellt. Und das wissen Sie natürlich, für die Dokumente, hinter denen sich ja letztlich einzelne Personen befinden, liegen ja in der Regel immer noch weitere Informationen vor. Ja, solche Informationen, Hintergrundinformationen wie zum Alter, zum Beruf, aber auch vielleicht bestimmte Scores aus Leistungstests oder Skalenwerte, die zum Beispiel jetzt in der ersten Online-Fragebogenerhebung erhoben worden sind. Wir wollen uns die kurz mal anschauen, um einen Einblick zu erhalten. Hier gehen wir auf den Reiter Variablen und können beim Dateneditor für Dokumentvariablen uns erstmal einen guten Überblick verschaffen über die einzelnen Variablen. Und Sie sehen, wir haben hier einmal das Alter, den Beruf und Skalenwerte von drei verschiedenen Skalen, die wir erhoben haben in dem Online-Fragebogen, nämlich einmal das selbst eingeschätzte Wissen zur Selbstregulation, die Einstellung zur Diagnostik im Allgemeinen und die Einstellung zur Selbstregulationsdiagnostik. Das war eine Skala von 0 bis 10, das heißt, die Werte um 7 bis 10 sind als hoch anzusehen, die Skalenmittelwerte, während dann die unter 5 eher als niedrig oder unter 6 auch schon als niedrig anzusehen sind. Und was man hier direkt auf den ersten Blick schon sieht, wir haben natürlich eine gewisse Varianz in der Berufsgruppe, aber haben auch eine deutliche Varianz in den einzelnen Mittelwerten der Skalen. Hm.
Zunächst ist es erstmal gut, sich einen Überblick über die verschiedenen Variablenwerte zu machen. Wir haben ja schon gesehen, dass wir eine gewisse Varianz haben, wollen der aber noch mal ein bisschen genauer auf den Grund gehen. Und das können wir sehr einfach hier über die Statistik für Dokumentvariablen. Wenn ich hier draufklicke, kann ich mir Variablen auswählen, die ich mir gerne genauer anschauen würde. Und da ich mit dem Beruf und dem Alter jetzt erstmal hier nicht so viel angucken kann, sondern eigentlich schauen will, ob da noch mehr Varianz in den Skalenwerten ist, ziehe ich hier die einzelnen Variablen rüber. Ich klicke die an und ziehe sie dann hier mit einem Klick auf den blauen Pfeil zu den ausgewählten Variablen und kann jetzt nun mit einem Klick auf OK mir die Statistik für die einzelnen Variablen anschauen. Ja, zunächst die Einstellung zur Diagnostik im Generellen. Da sehe ich, dass das Minimum bei 6,25 liegt und dann das Maximum bei 9,75. Bei dem Wissen zur Selbstregulation ist die Spannweite ein bisschen breiter und auch bei den Einstellungen zur Selbstregulationsdiagnostik. Und mich interessieren natürlich vor allem zum Beispiel das Wissen zur Selbstregulation. Und neben den Häufigkeiten kann ich mir hier auch noch die deskriptiven Werte ausgeben lassen mit einem Klick auf dieses Symbol hier. Und was Sie jetzt nun sehen, sind die deskriptive Statistik, die mir zum Beispiel sagt, dass der Mittelwert bei 7,08 liegt und ich eine Standardabweichung von ungefähr 1,5 habe. Ja, so kann ich mir erstmal einen sehr guten Überblick über die einzelnen Variablen und Variablenwerte verschaffen. Eine interessante Funktion noch zu den Variablen. MaxQDA ist ja in erster Linie oder ist als Codiertool ja, gewachsen und dementsprechend ist das Codieren von Datenmaterial ja immer noch zentral. Eine weitere Möglichkeit, um jetzt vielleicht nicht nur ja, quantitative Daten zu nutzen, um, wie wir gleich sehen werden, verschiedene qualitative Daten zu selegieren und sich zu kontrastiv gegenüberzustellen, sondern auch in MaxQDA hat man die Möglichkeit, auch qualitative Variablen zu quantifizieren. Und das kann durchaus sinnvoll sein, wenn Sie zum Beispiel in Ihren Fragestellungen ja, bestimmte Äußerungen, Statements in ihrer Häufigkeit oder bestimmte Praktiken, sprachliche Handlungen in ihrer Häufigkeit analysieren möchten, dann ist das relativ einfach. In unserem Forschungsprojekt war es zum Beispiel so, dass wir die einzelnen Diagnostikinstrumente, die Probanden schon benutzt haben, gerne einzeln erfassen wollen würden, um zu schauen, welches Spektrum an Instrumenten wird verwendet. Und Sie sehen, hier sind einige Instrumente in verschiedenen Häufigkeiten genannt worden. Und diese kann ich mir jetzt nun auch als Variablen transformieren. Dafür gehe ich einfach mit Rechtsklick auf zum Beispiel die übergeordnete Hauptkategorie und habe dann die Möglichkeit, die Subcodes in eine kategoriale Dokumentvariable mir zu transformieren. Da klicke ich jetzt drauf und Sie sehen, es öffnen sich die Dokumentvariablen und eine neue Variable wurde erzeugt, nämlich die Nennung der Instrumente. Ja, also je nachdem, wie der Code hieß, so wird auch die Variable benannt. Und Sie sehen, dass zu den einzelnen Personen, zu den einzelnen Dokumenten die Nennung des jeweiligen Instrumentes auftritt. Sie sehen aber auch, dass es ein Dokument gibt, ein Proband, bei dem die Nennung der Instrumente als nicht definiert dargelegt wird. Und das liegt daran, dass bei dieser Person mehr als ein Instrument genannt worden ist und dementsprechend diese Darstellung nicht funktioniert. Sie haben aber eine andere Möglichkeit, dass Sie diese Information nicht verlieren. Sie können nämlich auch die einzelnen Subcodes in Codehäufigkeiten, also deren Codehäufigkeiten in eine Dokumentvariable transformieren und dann bekommen Sie die einzelnen Instrumente, die wir jetzt in unseren Do Interviews gefunden haben, als Variable ausgegeben. Und was Sie sehen, zum Beispiel bei den Kuno-Bella-Tabellen, die selten noch genutzt werden, sehen wir, dass es zwei pädagogische Fachkräfte gibt, die diese in ihren Interviews nennen. Ja? So können Sie das auch mit den anderen Variablen machen. So viel erstmal zu den Dokumentvariablen, die uns den Ankerpunkt so gesehen geben, für die folgenden Funktionen, die wir genauer uns anschauen werden. Und zwar möchte ich damit den Aktiviere Dokumente via Variablen starten. Für unser Forschungsanliegen war es durchaus wichtig, Gemeinsamkeiten und Unterschiede
in der Selbstregulationsdiagnostik, aber auch in den subjektiven Theorien über Selbstregulation und Selbstregulationsdiagnostik der verschiedenen Berufsgruppen zu identifizieren, zu interpretieren und gegenüberzustellen. Ja, weil was wir machen wollen, ist letztlich ein Instrument zu entwickeln, was beiden Akteursgruppen gerecht wird. Dementsprechend ist es sehr hilfreich, bestimmte Kodierungen, also kodierte Segmente, Statements, von den einzelnen Berufsgruppen im Detail genauer zu betrachten, aber diese auch miteinander zu kontrastieren. Ja? Und das wollen wir jetzt mit dem Aktiviere Dokumente via Variablen erstmal uns die Möglichkeit ja, ermöglichen, einen detaillierteren Blick auf die einzelnen Berufsgruppen zu werfen. Dafür gehe ich auf den Mixed Methods Reiter, klicke auf Aktiviere Dokumente via Variablen und habe hier jetzt nun einen Dialog, bei dem ich meine verschiedenen Variablen auswählen kann. Ja, man sieht auch hier, das sind die Variablen hier, die ich eingefügt habe per Import. Die grünen sind die, die wir gerade erstellt haben aus den Codes. Und ich möchte zunächst erstmal die Bedingungen formulieren über den Beruf. Und zwar möchte ich mir die Berufsgruppe der pädagogischen Fachkräfte genauer anschauen. Dann definiere ich den Beruf mit pädagogischen Fachkräfte. Und Sie sehen hier unten direkt, Sie haben 7 Dokumente, die den dieser variablen Wert entspricht. Ja, ich kann diese aktivieren und dann sehen Sie, dass jetzt nun bei meinen Dokumenten alle Dokumente aktiviert sind, die von pädagogischen Fachkräften stammen. Und jetzt kann ich mir zum Beispiel mit diesen aktivierten Dokumenten die Kodierung zu den Zwecken und Zielgruppen für die Selbstregulationsdiagnostik in der Praxis für diese Berufsgruppe genauer anschauen. Da man in unserem Forschungsprojekt zum Beispiel auch immer wieder gerne für verschiedene Kategorien und Kodierungen einen Blick auf die einzelnen Berufsgruppen wirft, macht es Sinn, in irgendeiner Art und Weise das dauerhaft zu fixieren. Und das können Sie auch mit dieser Funktion aktivieren via Variablen, indem Sie anstatt auf Aktivieren auf Neues Set klicken. Und mit dem Klick darauf sehen Sie, dass hier in dem Dokumentfenster sich nun ein neues Set bildet, ja, das so benannt ist, wie die Bedingung hier oben formuliert ist, Beruf pädagogische Fachkräfte. Und nun mit diesem Set haben Sie stets die Möglichkeit, immer wieder nur genau diejenigen Dokumente der pädagogischen Fachkräfte zu aktivieren. Die findigen Zuhörer werden jetzt wahrscheinlich schon gesehen haben, dass wir auch noch zwei Operatoren hier oben haben, ja, und oder. Und wir haben natürlich noch weitere Möglichkeiten, die variablen Werte zu definieren. Ja. Und wir haben ja auch gesehen, dass zum Beispiel das Wissen zur Selbstregulation durchaus unterschiedlich in den Gruppen verteilt ist. Und eine Möglichkeit oder eine Idee von uns war es, naja, die Berufsgruppe hat sicherlich einen Einfluss auf das, was man über Selbstregulation äußert im Interview, aber vielleicht hat auch zum Beispiel das selbst eingeschätzte Wissen eine Bedeutung für die subjektiven Sinntheorien. Ja, und das wollen wir jetzt zum Beispiel auch mal festhalten in Sets. Und zwar wollen wir jetzt nun ein Set erzeugen von pädagogischen Fachkräften, die einmal ein hohes Wissen über Selbstregulation angeben und ein Set mit pädagogischen Fachkräften, die ein niedriges Wissen anlegen. Hierfür klicke ich auch wieder auf die Variable, die ich auswählen möchte, klicke auf den blauen Pfeil, dann erscheint sie hier und kann nun mein Operator auswählen, wie ich denn diese beiden Bedingungen miteinander verknüpfen möchte. Wir wollen die mit dem Und-Operator verknüpfen und wir wollen auch noch jetzt natürlich hier einen Wert eingeben, der so gesehen unsere ja, pädagogischen Fachkräfte in vielleicht zwei möglichst gleich große Gruppen teilt. Und da hatten wir ja gesehen, wenn ich mich recht erinnere, der Mittelwert liegt so bei 7. Dann würde ich sagen, okay, wir machen eine Gruppe, bei der, sagen wir, die pädagogischen Fachkräfte haben eine selbstberichtetes Selbstregulationswissen von größer gleich 7,5 und bilden hiervon ein neues Set. Und wir sehen gleich von den 7 Dokumenten, ja, die auf der pädagogischen Fachkräfte sind, haben 4 einen höheren oder gleichen Wert. Klicken wir hier auf neues Set. Und Sie sehen, ich habe drauf geklickt und das Set wird sofort erstellt hier. Ich kann aber jetzt auch ganz bequem noch das andere Set erstellen und zwar sagen, ja, okay, wir hatten jetzt gerade größer gleich, also machen wir kleiner als.
ja, als nächsten Wert und erstellen hier ein Set. Und Sie sehen, wir haben nun zwei Sets, einmal berufspädagogische Fachkräfte mit einem Wissen zur Selbstregulation kleiner 7,75 und größer 7,75. Ja. Das ist sehr hilfreich, weil wir jetzt nun verschiedene Gruppen definiert haben, auf die wir permanent zurückgreifen können und unsere Hypothesen testen können. Zum Beispiel, dass der Beruf und das selbsteingeschätzte Wissen zur Selbstregulation ja, einen Einfluss auf die Statements, die subjektiven Sinntheorien dieser Probanden hat. Jetzt ist es natürlich so, dass wir gerne uns jetzt zum Beispiel von dieser Gruppe mit einer geringen Selbstregulationswissen der pädagogischen Fachkräfte zum Beispiel ihre Äußerungen zu den Zwecken und Zielgruppen genauer anschauen können. Aber wir wollen ja wahrscheinlich dann auch zu einem späteren Zeitpunkt diese Äußerungen mit der anderen Gruppe mit einem höheren selbstberichteten Wissen kontrastieren. Und dafür müssen wir auf die Segmentmatrix zugreifen, um bestimmte Variablen zu verwenden, um Gruppen zu bilden und die gegenseitig gegenüberzustellen. Ich klicke mal auf Segmentmatrix und Sie sehen, wir haben jetzt nun hier eine Kommunikation, die sehr ähnlich der von dem Aktiviere-Dokumente via Variablen ist. Sie sehen aber auch, dass wir keine Operatoren mehr haben. Das heißt, mit der Segmentmatrix können Sie nur mit einzelnen Variablen Probanden gegenüberstellen. Ja, also wir können zum Beispiel jetzt einmal die Variable Beruf reinziehen und diese mit den pädagogischen Fachkräften definieren. Und dann ziehen wir sie nochmal rein, weil wir gerne eine Gegenüberstellung von pädagogischen Fachkräften und Amtsärzten vollführen würden. Uns interessiert zum Beispiel jetzt die unterschiedlichen Äußerungen dieser beiden Gruppen zu den Zwecken und Zielgruppen, warum Selbstregulationsdiagnostik in der Praxis verwendet wird. Dementsprechend klicke ich auch hier auf nur für die aktivierten Dokumente, nur für die aktivierten Codes und klicke auf OK und erhalte folgende schöne Übersicht. Ich habe einmal hier meine Spalte mit der pädagogischen Fachkräften, mit meinen 7 Dokumenten und 15 kodierten Segmenten zu dem Code, den ich ausgewählt habe. Und wir haben die 6 Dokumente mit den insgesamt 13 kodierten Segmenten zu diesem Code, Zwecke und Zielgruppen. Und nun kann ich mir diese genauer anschauen, diese Segmente für die eine Gruppe, kann sie für die andere Gruppe lesen. Ich kann hier natürlich auch Kommentare vollziehen und mir sonstige Notizen machen. Und dann habe ich einen einfacheren Zugriff und einen schnelleren Zugriff, um vergleichend die kodierten Segmente mir anzuschauen. Jetzt ist es vielleicht so, dass mich aber genau eigentlich dieser Kontrast zum Beispiel zwischen den pädagogischen Fachkräften mit hohem oder niedrigem selbstberichteten Wissen zur Selbstregulationsdiagnostik interessiert. Und da muss ich eine andere Funktion wählen, um diese gegenüberzustellen. Ich habe bereits diese Gruppen als Sets definiert, ja, und bin aber nicht in der Lage, bei der Segmentmatrix einmal Variablen zu kombinieren, weil mir die Operatoren fehlen, aber ich kann auch keine Dokumentensets reinziehen. Es gibt aber eine andere Funktion, bei der das funktioniert und ich diese selbe Gegenüberstellung machen kann. Die finde ich nicht bei Mixed Methods, sondern bei Analyse, und zwar bei Fälle und Gruppenvergleichen. Hier möchte ich die Fälle und Gruppen hinsichtlich der kodierten Segmente, also qualitativ vergleichen, und klicke da drauf. Und jetzt kriege ich eine Kommunikation oder eine Navigation, bei der ich einmal meine Fälle und Gruppen definieren kann und die Codes auswählen kann, für die ich diese Fälle und Gruppen vergleichen möchte. Zum Beispiel kann ich jetzt nun meine Sets der pädagogischen Fachkräfte reinziehen, einmal die mit einer niedrigen Selbstregulation, einfach per Drag and Drop, und die mit der hohen Selbstregulation. Und möchte mir die wieder für die Zwecke und Zielgruppen anschauen. Hier ziehe ich auch einfach den Code rein. Ich hätte ihn auch einfach hier per Klick hinzufügen können. Jetzt ist er drin. So, jetzt habe ich meinen Vergleich definiert und klicke auf OK. Und was Sie sehen ist, Sie kriegen dieselbe Darstellungsform wie bei der Segmentmatrix, nur für die vorher definierten Dokumentsets. Ja, Sie haben einmal 3 Dokumente, auf die diese Variablenwerte
zutreffen. Und sie haben insgesamt 8 kodierte Segmente von diesen 3 Dokumenten. Und sie haben gegenübergestellt die 4 Dokumente mit den variablen Werten mit einem hohen Selbstregulationswissen. Und die haben auch 7 kodierte Segmente. Na, sie haben dann noch verschiedene Möglichkeiten, hier so Einstellungen vorzunehmen. Aber das sind Details, die sie dann alleine explorieren können. Jetzt wollen wir zu der letzten Funktion kommen und das passt auch zeitlich, glaube ich, ganz gut. Dann kommen wir ziemlich genau auf die halbe Stunde, nämlich mit der interaktiven Segmentmatrix oder auch mit diesem Fälle- und Gruppenvergleichen lassen sich natürlich einzelne Codierungen, also Inhalte, sehr gut zwischen verschiedenen Gruppen vergleichen. Manchmal ist es aber, sind aber nicht nur inhaltliche Aspekte relevant, sondern auch die Häufigkeit der Kodierung kann schon Hinweise liefern, ob man zum Beispiel bestimmte Kodierungen einer bestimmten Gruppe genauer unter die Lupe nehmen sollte, weil die zum Beispiel besonders häufig auftritt. Manchmal ist es aber auch so, dass zum Beispiel innerhalb einer Gruppe, wie jetzt zum Beispiel der Gruppe der pädagogischen Fachkräfte, eine Probandin einen Code sehr häufig bedient und ein Thema dementsprechend sehr häufig adressiert. Und das sind natürlich alles Hinweise für uns, um zu überlegen, wo schauen wir genauer hin, wo wollen wir unsere Analysen wo genauer hinleiten, was denn was gibt es für besondere Extremfälle? Was gibt es für Tendenzen, na, allgemeine Tendenzen? Und dementsprechend können da auch Code-Häufigkeiten, also einfach nur wie häufig bestimmte Codes vergeben worden sind, durchaus interessant sein. Und für unser Forschungsprojekt ist es zum Beispiel relevant gewesen, ob sich zum Beispiel die reine Anzahl bestimmter Codierungen zwischen den Berufsgruppen unterscheidet. Ja? Und die Berufsgruppen sind ja wieder durch die Variablen definiert. Und dementsprechend können wir hier das Mixed Methods Tool der Kreuztabelle einsetzen. Na, das ist auch wieder unter dem Mixed Methods Reiter zu finden. Da klicke ich einmal hier auf Kreuztabelle und auch hier kriege ich eine ähnliche Kommunikation wie bei den Funktionen zuvor. Ich muss erstmal meine Spalten definieren, also die Gruppen, die ich miteinander vergleichen möchte. Und wir vergleichen wieder die 2 verschiedenen Berufsgruppen. Ich klicke die Variable an, den blauen Pfeil, habe nun zweimal die Variable hier in meine Bedingungen eingefügt und definiere die einmal als pädagogische Fachkräfte und einmal als Amtsärzte. Und da ich mir jetzt erstmal einen kompletten Überblick verschaffen möchte über die ganzen Codierungen bzw. die Prävalenzen der Codierung, mache ich das nicht für die aktivierten Dokumente, für die aktivierten Codes, sondern für alle Codes. So, dann klicke ich auf OK. Dann rechnet MaxQDA kurz und Sie kriegen den folgenden Output. Sie haben einmal die Spalte für die pädagogischen Fachkräfte, Sie haben einmal die Spalte für die Amtsärzte und Sie haben immer am Ende die Summenzeilen. Ja, wir haben eine Summenspalte mit der Anzahl der Kodierungen von den einzelnen Codes über beide Berufsgruppen hinweg und wir haben aber auch die Anzahl der Codes innerhalb der einzelnen Berufsgruppe. Ja, wir sehen auch noch die Anzahl der Dokumente. Ich schließe jetzt mal kurz eine Unterkategorienennung Instrumente. Und was Sie jetzt hier sehr schön sehen können, ist, Sie haben erstmal eine Darlegung der Gesamtzahl der Codierung für die einzelnen Gruppen. Und Sie haben auch direkt eine farbliche Unterlegung von den Häufigkeiten, sodass jetzt hier besonders hohe Werte farblich mit einem stärkeren Grün unterlegt werden und eher niedrigere Werte keine Grünhinterlegung haben oder eine ganz schwache Hinterlegung mit Grün. Ja, das können Sie hier oben einstellen. Da können Sie sich erstmal ganz unvoreingenommen sich die Prävalenzen anschauen, aber Sie können sich natürlich auch schon hier die höchsten Werte anzeigen lassen. Hier haben wir jetzt die Anzahl der Codierungen insgesamt. Sie haben aber auch die Möglichkeit, dass Sie die Codierungen nur einmal je Dokument zählen. Und es macht durchaus Sinn, auch in bestimmten Forschungsprojekten, im anderen Forschungsprojekt war das für mich besonders relevant, einfach nur um zu schauen, welche Themen in bestimmten Dokumenten adressiert werden, unabhängig davon, wie oft sie adressiert werden. Und dann konnte man sehr schön sehen, wie unterschiedlich, also welche unterschiedliche Aspekte die einzelnen Dokumente überhaupt ansprechen und nicht. Und so konnte ich dann eine sehr gute Auswahl treffen von Dokumenten, die sehr extrem in einer bestimmten Weise
ausgestaltet waren, ja, also extrem im Sinne von anders als die anderen, und dann ein, zwei Dokumente aber auch wählen, die so dem Hauptteil der Dokumente entsprechen, und dann schön so ein heterogenes Sample an Dokumenten auswählen und diese dann für die Feinanalyse selegieren und dann näher analysieren. Ja, mit einem einfachen Klick sieht man dann zum Beispiel hier, wenn das jetzt pro Dokument nur einmal gezählt wird und nicht die Dokumentanzahl pro Berufsgruppe weiß, sehe ich zum Beispiel direkt, okay, die Zwecke und Zielgruppen werden eigentlich bei fast allen Dokumenten in den jeweiligen Gruppen, also bei jedem Probanden, adressiert. Es gibt aber auch durchaus Kategorien, die werden nur in sehr wenig von sehr wenigen Probanden angesprochen, wie zum Beispiel die Förderung von Selbstregulation ist bei den Amtsärzten anscheinend keine so relevante Kategorie und wird auch nur von drei Amtsärzten überhaupt in den Interviews angesprochen. Genauso sehen wir das auch hier bei den Chancen von Selbstregulationsdiagnostikinstrumenten. Da gibt es nur eine Amtsärztin, die sich zu den Chancen äußert. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass zum Beispiel bei den pädagogischen Fachkräften es auch nur drei sind. Neben diesen quantitativen Ganzzahlen können Sie sich, also neben der Treffer pro Dokument einmal nur zählen und den Prävalenzen können Sie sich aber auch Prozentwerte ausgeben lassen, und die werden dann so gezählt, dass dann das auch wieder einmal gezählt wird, der Treffer pro Dokument. Und dann sehen wir zum Beispiel, dass in 85,7% und 83,3% aller Dokumente der pädagogischen Fachkräfte und Amtsärzte dieser Code einmal vergeben wird. Ja, und dann sieht man zum Beispiel auch sehr schön, dass es bestimmte Codes gibt, die werden in allen Dokumenten, also von allen Probanden adressiert. Es gibt aber auch welche, die unterscheiden sich zwischen den Gruppen. Zum Beispiel die Chancen hatten wir schon drüber gesprochen, aber auch vielleicht sowas wie die Verantwortung für Selbstregulationsdiagnostik. So können Sie einen sehr guten Überblick erhalten über die einzelnen Werte, die einzelnen Prävalenzen Ihrer Codierungen für bestimmte Gruppen. Wir sind jetzt erstmal so weit durch. Ich versuche das nochmal ganz kurz zusammenzufassen. Was haben wir also hier gemacht? Wir haben uns jetzt verschiedene Tools von MaxQDA angeguckt, die eigentlich alle letztlich uns hinsichtlich einer datenbasierten Integrationsstrategie bei Mixed Methods Forschung dahingehend unterstützen, dass ich einzelne Fälle oder Gruppen definiere anhand von quantitativen Variablen, ne, sowas wie selbst eingeschätztes Wissen zur Selbstregulationsdiagnostik. Und ich gehe dann auf Basis dieser Variablen davon aus, dass die Variablen Einfluss auf zum Beispiel die subjektiven Sinntheorien haben, ja, von den pädagogischen Fachkräften zum Beispiel oder den Amtsärzten. Und dementsprechend kann ich auf Basis dieser quantitativen oder ja doch quantitativen Variablen dann verschiedene Gruppen bilden und dann diese Gruppen hinsichtlich ihrer qualitativen Daten näher untersuchen, was für eine Vielzahl von Fragestellungen höchst relevant ist und wahrscheinlich, das ist Ihnen aber wahrscheinlich auch bewusst, für die Typenbildung sehr zentral, weil was passiert bei der Typenbildung? Da werden dann quantitative und qualitative Variablen zusammengefügt, um bestimmte Typen zu definieren. So viel erstmal zu meinem Vortrag. Ich stoppe die Freigabe kurz. Und würde jetzt, sehe schon, es gibt schon Chat-Nachrichten und Frequently Asked Questions. Dann würde ich mich kurz den Frequently Asked Questions zuerst widmen. Und zwar von Frau Birgit Bilstein-Kalka. Wie bekomme ich die verschiedenen Dokumentvariablen, zum Beispiel unterschiedliche Skalenwerte, überhaupt in MaxQDA eingelesen? Sehr wichtige und gute Frage. Sie können es natürlich händisch alles eingeben, wenn Sie die Daten nicht schon vorher in irgendeinem anderen Programm wie R, SPSS oder Excel vorliegen haben. Wenn Sie die Daten in einem anderen Dokumentformat wie Excel oder SPSS vorliegen haben, können Sie die sehr einfach importieren. Das geht über die Importfunktion
beim Start. Ich werde das jetzt nicht illustrieren, weil das zu viel Zeit in Anspruch nimmt. Aber wie ich schon gesagt habe, wenn Sie im MaxQDA-Manual nachschauen, dann werden Sie eine sehr konzise und schön aufbereitete Erläuterung finden, wie Sie die einzelnen Variablenwerte in Ihr MaxQDA-Projekt importieren. Nur ein Hinweis: Letztlich ist dann der Dokumentname, der jetzt bei mir immer Doc 8 oder Doc 11 war, ist dann letztlich die Variable, die dann die Verknüpfung herstellt zwischen Ihren Daten in MaxQDA und den Daten in Ihrem quantitativen Datensatz. Das heißt, eine Variable, die ID-Variable, wird in beiden Programmen gleich benannt und dann schafft es MaxQDA ohne Probleme, die einzelnen Daten zusammenzuführen. Dann die Frage von Stefanie Bergmann. Wenn ich von einer Gruppe mehr Teilnehmende und somit auch mehr Segmente gecodet habe, wie kann ich die Codes mit der anderen Gruppe mit weniger Teilnehmern in Vergleich setzen, zum Beispiel in einer Häufigkeitstabelle oder Kreuztabelle? Okay, das ist eine gute Frage. Hinsichtlich der Quantitäten ist natürlich immer die Frage, wie Sie die interpretieren. Also in so einem Spektrum, wie wir es gerade hier gemacht haben, in so einem Mixed-Method-Spektrum, bei dem wir Gruppen gebildet haben auf der Basis von quantitativen Variablen und dann uns zum Beispiel Häufigkeiten der Kodierung angeschaut haben. Da sind natürlich, sagen wir mal jetzt, quantitative Vergleiche von Häufigkeiten problematisch, weil sie natürlich unterschiedliche Anzahl an Dokumenten haben. Und dementsprechend das nicht so ganz vergleichbar ist. Sie können eine Vergleichbarkeit schaffen, indem Sie mit Prozentwerten arbeiten. Ne? Zum Beispiel dann mit der Kreuztabelle hatte ich es ja gezeigt gehabt, dass man zum Beispiel sich auch nur anzeigen ka lassen kann, wie viel Prozent der Dokumente beinhalten einen bestimmten Code. Ja? Das können Sie machen für Vergleiche. Jetzt so Prävalenzen zu vergleichen. Ja, vor allem mit so niedrigen Zahlen auf Basis von kodierten Segmenten ist eh mit Vorsicht zu genießen. Ja, das sollte nicht Ihr Ziel sein, bestimmte Aussagen zu treffen, wie, naja, ein bestimmter Code wird bei einer bestimmten Gruppe häufiger kodiert und daraus schließe ich nun A, B, C und D. Ja, das ist sehr gefährlich, weil es kann viele verschiedene Gründe haben, warum ein bestimmter Code häufiger auftritt, vielleicht auch durch den Interviewer, weil der da permanent nachhakt oder vielleicht ist auch nur das Wording, ja, dass bestimmte Begriffe fallen, die immer wieder dann gecodet werden. Diese Darstellung und Gegenüberstellung mit den verschiedenen Tools anhand der quantitativen Variablen soll sie eher dazu befähigen, intensivere Analysen einzelner Gruppen und Gruppenvergleiche anzustellen auf einer qualitativen Ebene. Das heißt, Sie schauen stärker auch bei der Kreuztabelle. Die Kreuztabelle ist ein Hinweisgeber zu bestimmten Unterschieden oder Gemeinsamkeiten, ja, bei einem bestimmten Code, auf den Sie dann näher eingehen können, den Sie näher betrachten können in den qualitativen Daten. Ich hoffe, das war erstmal soweit verständlich. Nun gehe ich mal rüber zum Chat und sehe weitere Informationen und noch mehr weitere Informationen, wie man zum Beispiel Dokumentvariablen aus Excel importieren. Vielen lieben Dank, Stine, dass du das schon direkt zu meiner Erläuterung dargelegt hast. Gut, dann haben wir jetzt noch 5 weitere Minuten. Es sind jetzt keine weiteren Fragen mehr vorhanden. Gerne können Sie noch weitere Fragen stellen. Ansonsten können sich zum Beispiel Frau Bergmann auch äußern, ob meine Ausführungen auf Ihre Frage ausreichend waren oder ob Sie sich noch weitere Erläuterungen wünschen. Oh, ich sehe schon ein Dankeschön. Danke auch für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, Stefanie Bergmann hat sich auch bedankt. Da gehe ich mal davon aus, dass die Erläuterung ausreichend war. Dann warten wir noch mal kurz ab, ob doch noch Fragen hinzukommen.